Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Rhön-Map von lieben Mobo. Ja, wir wollen starten, ne? Ich muss eben einen Schluck Kaffee trinken, tut mir leid. Oh, sorry. Hab mich heute schon genug aufgeregt. So, hey, ich nehme immer den da. Nein, das Mopi selber, ne? So, wir müssen eben einstellen. Ich habe nichts gemacht hier, ne? Wir starten jetzt komplett zusammen. Ich habe mir gedacht, das ist ja auch mal ganz cool, ne? Verkehr an. Schwierig. Oh, ich würde lieber mitteln. Normal, ne? Schnee kann ruhig an. Fruchtzerstörung kommt aus. Das machen wir an, ne? Unkraut lassen wir auch an. Automatischer Motor statt aus. Stop and go lassen wir an. Das kommt auf jeden Fall an. Normal. Aus, 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 aus. Aus. Spiel speichern. So, jetzt wollen wir mal gucken. Ich habe selber noch nicht reingeguckt. Wir gucken jetzt mal, was uns jetzt hier gehört. Wow. Leck mich fett. Was gehört denn uns hier alles? Sapolotti, du. Da haben wir aber viel zu tun, wa? Guckt euch das an. Satan, Satan. Gehört ihr uns auch Ackerfläche? Satan, Momo, ey. Da hast du uns aber auch reich beschenkt, wa? Ist hier was erntereif? Oh, Svenny, geht doch einfach die normale Richtung. Erntereif, 53. 49, 48. Satan, 2. Hier oben auch. Was ist jetzt davon? Keine Wiese? Das ist... Boah, ey. Satan. Können wir direkt Vollgas geben, ne? Leck mich fett. Haben wir überhaupt einen Dreschkasten? Sag der Momo, ey, da hast du aber echt gut reingehauen, du. Coole Sache. Muss ich ganz ehrlich sagen. Haben wir Tiere? Rinderschaf, Schafweide an der Heide, Pferd. Oh, wir haben alle Höfe. Alle Tiere. So, wir gucken mal eben hier in der Garage. Was gehört denn Svenny? Ach ne, wir haben nichts gemietet. Der Momo ist Fanfetischist, ne? Geht ja gar nicht, oder? Der kann doch nicht nur Fan. Wir haben keinen Dreschkasten. Was ist das denn? Muss ich mit dem mieten? Oder ich habe den Mod nicht mit drin. Das kann natürlich auch sein. Das ist ja nicht so günstig, ne? Wir haben nur 100.000. Was kostet denn so ein Dreschkasten? Weil den können wir auch mieten, ne? Mieten. Wir brauchen schon ein bisschen was mit Power, ne? So, was hat der Svenny denn hier noch nicht gar nicht ausprobiert? Den habe ich noch gar nicht benutzt. Ich hätte ja Bock auf den, ne? Logo mit GPS mieten. Ja. X9. Was kriegt denn der für ein Schneidwerk? Boah, habe ich mich heute schon geärgert, ne? Combination. Das ist doch der X. Gibt es da kein anderes Schneidwerk für? So. Mieten. Ja. Was hat er gesagt? Ach. Kombination. Hier. Mieten. Ja. So, ich weiß jetzt nicht, wo der Händlerpunkt ist, ne? Ich Vollpfosten. Ich habe nicht aufgepasst. Egal. Wir haben keine Zeit. Oh, fett, fett. Fand. Wir haben hier ziemlich viele Maschinen auch schon, ne? Habt ihr ja im Vorstellungsvideo gesehen. Habt ihr, wenn ihr es nicht gesehen habt, guckt rein. War gestern. Hab ich die neu vorgestellt, ne? Oh, noch ein Fan. Noch ein Fan. Telelorde. Dreschkosten. Perfekt. Ich habe den noch nie gefahren, bin ich ganz ehrlich. Deswegen wollte ich den mal ausprobieren. Ja, das Schneidwerk 2 steht natürlich genau andersrum. Aber wir brauchen hier auch Schlagmeister, ne? Sicher, wir brauchen Stroh. Wir wollen Rinderstall. Ist hier wohl Logo? Ich will den Rinderstall ausprobieren. Ich will misten.
Wir hatten den Wagen da hinten hingestellt. Der muss ja so weit vorn. Und liebe Leute, gönnt euch die Röhren-App, ne? Lasst dem Momo auch eine gute Bewertung bitte auf Verbinden Mods da. Der hat da so viel Arbeit reingesteckt. Der hat sich jetzt so beeilt, dass ihr das auch die Röhren-App spielen könnt, ne? Ich finde, da sollte mal eine gute Bewertung da sein, ne? Ich weiß schon, wer bei meinem Vorstellungsvideo die Däumchen runtergegeben hat. Ist nichts Neues. Und wieder das Malheur mit dem Schneidwegswagen. Was ist das für eine Shit in letzter Zeit? Mann! Echt. Schneidwegswagen. Mir tut mir leid, geht jetzt nicht anders. War nicht geplant. Irgendwie habe ich da in letzter Zeit immer mal Liste mit. Aber gut, dass wir einen starken Bauern drin haben. Für solche Notfälle. Anders geht das ja gar nicht. So, jetzt leg die Schuhe mal da vernünftig drauf ab. Oh, so eine Sache, ne? Nee, ist nicht weit genug, ne? So musst du liegen bleiben, wa? Na, jetzt müssen wir nur sehen, dass wir das noch angehangen kriegen. Das steht nämlich voll so. Oh, hat der attached. Voll super. Oh, heide Witzke, Herr Kapitän, du leck mich fett. Ja, und jetzt brauchen wir Minimap. 64 ist unsere. Da müssen wir anfangen. Wie kommen wir da hin? Oh, wir müssen hier lang vorne. Oh, Graben. Sven, Vorsicht. Nicht so brackeln. So, dann Leute, da haben wir richtig... Oh, ich habe im Mod-Hub gar nicht geguckt, ne? Ich warte auf Pernis Hofpack. Weil dann weiß ich, was da noch nachkommen kann. Ne? Heutzutage. Ist das Tanke? Ich dachte, das wäre ein Kippenkasten, ne? Nö. Das da ist doch unsere Fläche, oder? Ist doch die Dingsbums 64 oder so. Boah, sind das Riesenklöpper, ey. Wie soll ich das denn schaffen? Leckt mich fett, Freunde. Echt, Leute. Da habe ich ja boah nicht viel zu tun. Kriegen wir den Schneidwegswagen jetzt hier vernünftig hin? Gleich backt der wieder durch die Gegend, da wo er nicht durch die Gegend backen soll. Auf geht's, Leute. Ich habe kein CP drin. Ich krieg CP nicht in meinen Mod-Ordner. Wie geht das? Wenn das jemand weiß oder mir das entpacken kann, dass ich das direkt im Mod-Ordner schmeißen kann, bitte tut mir den Gefallen. Gib's dem Svenny. Ich krieg's nicht hin. Ich bin zu doof dafür. Ich weiß nicht, was ich da falsch mache. Ich krieg CP nicht in meinen Mod-Ordner. Aber ist auch ein komplett anderes Menü, ne? Rauskomme und ich sag's euch, ist so, wenn der Tag eh schon kacke angefangen hat oder kacke war, dann läuft das auch nicht so. Boah, das sieht ja gar nicht, das ist ja voll riesig. Die Dreschkasten müssen wir uns warm halten. Wir müssen jetzt auch ein paar Stunden laufen. Was ernten wir denn hier? Gerste? Nee, muss Weizen oder so. Ist das? Sieht aus wie Weizen, ne? Feuer frei, ne? Für den lieben Momo fangen wir jetzt hier an. Nehmen richtig Hackengas hier. Auf der Röhren-Map. Und der GPS ist kaputt hier. Ich weiß nicht, ob man hier mit GPS dreschen kann, ne? Wenn, dann müsste man die Bauern da oben nehmen. Das ist, glaube ich, die längste Bauern. Die vorne ist mal rundum. Ich glaube, hier reicht einmal rundum, ne? Preska hatten wir einen Hof, ne? Damit ihr heute Abend eine Folge habt, ne, muss jetzt Svenny jetzt erstmal Goss geben, ne? Weil morgen hat er gar keine Zeit für den PC, ey. Das kotzt mich schon wieder an.
Leute, Leute, Leute. Der Bus aber echt. Ja, aber Riesenschnortwiel. Ich hab den Dreschkasten echt, das ist die Premiere jetzt hier. Ich hab den noch nie benutzt. Falscher Knopf gedrückt. Mein Blinker ist schon wieder. Schon ein schicker Drescher, ne? Ne, konntest du gar nicht mit GPS fahren. Cool. Jetzt wahrscheinlich hier in der Mitte einmal durchstechen für den GPS-Kurs und dann nach links und rechts wegdreschen, aber dann hast du viel Spitzen drin, da stehe ich nicht so drauf, ne? Ich verschenke auch voll viel hier. Ein bisschen Randstreifen mit wegdreschen ist immer ganz lustig. Ist zwar nicht gut für den Korntank, aber jetzt bestimmt voll viel Dreck drin dann. So von den Gräsern und so, ne? Alter, die ist ja jetzt auch schon so ziemlich ausgewachsen. Oh, die müssen wir auch noch machen. Und so viel Fläche zu dreschen. Leute. Drama. Der Krimi auf der Römer geht weiter. Big Flächen. Und wir haben nur so einen riesen Wagen, ne? Habe ich gesehen. 8 Kubikwagen. Momo, wie schafft ihr das denn in Real Life damit abzufahren? Geht doch gar nicht. Kommt der Lohner da noch mit dem Wagen? Oder kommt ihr mit so einem riesen Dreschkasten, dass ihr da zweimal drauf abtanken kann auf den 8 Kubikwagen? Das ist ja sportlich, sportlich, würde ich mal sagen, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben noch kein Bild gemacht, ne? Guck mal, wie scheiße ich fahre. Schenk voll viel. Ach, herrlich. Endlich ein bisschen LS zocken, ne? So noch der Arbeit, ne? Tut das manchmal ganz gut. Ich habe heute echt die letzte nicht so schöne Arbeit gemacht, ne? Ihr kennt ja alle PCs, ne? Da sind doch diese Kühldinger, diese Kühlrippen. Da ist ein Lüfter drauf. Das habe ich heute den ganzen Tag auseinandergebaut, ne? Das ist ja Arbeit für Svenny, ne? Richtig genial. Nee, das ist... Aber wenn nichts zu tun da ist, muss ja auch mal was machen, ne? Aber das ist nicht meine Arbeit. Und dann habe ich Lohnabrechnung gekriegt und dann habe ich mich jetzt mal richtig tierisch aufgeregt. Die Ärger ist immer noch nicht verraucht. Das kann ich euch sagen. Mit den Doofen, da kann man es ja machen, ne? Mann, Alter. Wenn ich ja aggressiv bei. Wenn es um mein Portemonnaie geht, dann werde ich echt aggressiv. Mann, 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 Leute. So, Römertal. Genug aufgeregt, genug erzählt. Ich muss gleich mal einen Wagen holen. Warum ist der hart aus? Ich sehe den Dreschkasten tanken. Oh, dann müssen wir wohl erstmal ein paar Folgen dreschen jetzt hier, ne? Das kann ich ja gar nicht alles so weit wegspielen. Ich muss halt nur Hof Felix aufnehmen und Rade. Eigentlich auch noch ein, zwei Folgen, ne? Dass ich morgen safe bin. Also für Donnerstag auch schon eigentlich. Ja, ich muss Donnerstag mindestens schon fertig haben. Naja, machen wir Nachtschicht, ne? Der Momo ist auch noch an der Map am Bauen, ne? Gönnt euch die Röhren-Map, echt. Ich sag euch, es lohnt sich. Und liebe Leute, ich spiele hier mit keinem Shader, ne? Nur um das mal zu sagen. Ich spiele einfach mit Bildschirmskalierung meiner Grafikkarte und dann hier halt F3. Da, mehr habe ich hier nicht drin. Das ist alles das, was ich drin habe. Mach das mal wieder weg, danke. Ich habe keinen Shader aktiv. Also, kein Shader geladen oder sonst was. Bei mir ist das über die Grafikkarte, ne? Da gab es noch so ein Update. Und seitdem geht das.
Also einen Shader habe ich nicht aktiv. Oder die Grafikkarteneinstellungen halt sind wie ein Shader. Ja, das kann man sagen, aber sonst alles easy going. Oh, jetzt muss ich mal gucken. Ja, wir wären ja auch fast bis da unten hingekommen, ne? So, mit was für einen Schlepper fahren wir denn heute? Wir haben 7,18 ist das, ne? Wir haben hier zwei Wagen. Ey, da ist hier noch was drauf. Hast du uns hier einen vollen Wagen in die Scheune gestellt? Cool. Sollen wir mit dem Moped fahren? Was haben wir denn noch? Was ist das denn für eine? 3,11er oder was? 3,13. So einen bin ich noch nie gefahren. Sollen wir da mal mitfahren? Nobles Moped. Hast du was hinter? Nee. Wo ist denn der andere Wagen? Der steht da hinten noch, ne? Ich muss mich auch erstmal auf diesem Hof zurechtfinden, ne? Muss man das Überladerohr hier reinmachen? Muss man hier was ausklappen? Ich weiß es nicht. Da kannst du einfach reinkippen, oder was? Okay. Wir werden es gleich sehen, ne? Leute, 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 was ein Drama. So, wie guck. Oh, oh, guck mal da. 5,15, ne? Das gibt's auch selten, dass ich mit Fans spiele, aber. Ist sofort kaputt. Hier steht auch nicht so viel rum, ne? Guck mal, ein dicke Tieflader da. Läuft. Ist da auch noch was drauf? Nee, ne? Dann können wir den ja nehmen. Aber wir brauchen das Moped hier. So, Abflug. Hier können wir eben Drehelinski machen, ne? Die Verdrehung. Guck mal, guck mal, guck mal. Und Schub geben. Wie schnell läuft die runter? 42. So, aufpassen, dass wir nicht in Geschwindigkeitsrausch verfallen, ne? Bevor wir schon gewöhnungsbedürftig. Muss ich ja sorgen, ne? Komischer Sound. Läuft. Moin. Ist das eine Bushaltestelle? Ja, guck mal. Jugendtreff war da. Habt ihr gesehen? Da war ein Jugendtreff. Sollen wir mal gucken, was der auf den Acker bringt? Ist halt kein Roter, ne? Nix direkt, dass die Leistung runtergeht. Und die Hates sind so vorprogrammiert. Aber mir egal. Ich bin Router. Comic. Ne, jo. Ich bin viel Renault gefahren in meiner Jugend, ne? Schon als kleines Kind bin ich Renault gefahren. Schon mal gesagt, ne? Mhm. Ganz viel Renault. Ist jetzt Klaus. Klaas ist nicht mein Ding, ne? Oh, Leute, die Folge ist aber schon zu Ende. Ich sage erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf diesem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!